Konnichiwa und herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Der Herbst ist da, holt die dicken Pullis, Tee und Kerzen raus und lasst uns gemeinsam Herbst DIYs basteln. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Bei mir ist es so, sobald der September losgeht, bin ich total in Herbststimmung. Ich könnte mein ganzes Haus schmücken, also wirklich von oben bis unten komplett alles auf Herbst umkrempeln. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist oder ob ihr im Moment noch die letzten Sommertage genießt. Wie immer habe ich heute richtig coole DIY-Ideen vorbereitet. Und zwar werden wir heute Herbstdeko basteln nach Anime und Manga. Und ich bin so gespannt, wie euch das Video gefällt. Ich hoffe, dass ich dich wie immer damit inspirieren kann und würde mich natürlich riesig freuen, wenn du dem Video einen Daumen gibst und meinen Kanal abonnierst. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach erstmal los. Als erstes basteln wir uns heute eine super einfache Girlande. Dafür brauchst du für den Anfang ein Blatt Papier, das faltest du in der Mitte. Und dann misst du als erstes an der Oberkante 4,5 cm ab, machst eine kleine Markierung. Und an der gefalteten Seite machst du dir bei 9 cm eine Markierung. Und diese beiden verbindest du dann miteinander, dass hier so ein spitzes Dreieck entsteht. Und dann schneidest du auf der Linie entlang und hast hier eine Vorlage für deine Wimpel. Und nach dieser Vorlage schneidest du dir jetzt Tonkarton zurecht. Ich habe mich hier natürlich für ein herbstliches Orange entschieden. Jetzt verkleinerst du deine Vorlage um ungefähr 1 cm oben und auch an der Seite. Und nach dieser Vorlage schneidest du dir jetzt Bilder aus Leseproben aus. Ich habe mir das Ganze hier insgesamt für 7 Wimpel zurechtgeschnitten. Und dann klebst du die Leseprobenbilder einfach mit einem Klebestift auf deine Tonkartonwimpel auf. Und zum Abschluss, damit wir das Ganze aufhängen können, brauchen wir natürlich noch einen Faden, wie ein Garn oder ich habe hier so einen Bäckerzwirn genommen. Und den klebst du einfach mit dem Klebestift an die Oberkanten deiner Wimpel an. Zwischen den einzelnen Wimpeln kannst du ruhig ein bisschen Platz lassen und wenn sie dann alle aneinander hängen, dann hast du eine richtig coole Wimpelgirlande. Die nächste Idee ist ein kleines Upcycling. Dafür habe ich mir hier ganz viele verschiedene Gläser genommen und die werden wir uns jetzt herbstlich verzieren. Dafür brauchst du ganz normales Papier, Tonkarton oder du bemalst dir ein Papier mit Aquarellfarben und diese schneidest du dann in Streifen zurecht, so dass sie um deine Gläser herum passen. Und natürlich brauchen wir auch Manga-Bilder. Ich habe mir hier welche ausgedruckt, weil für dieses DIY ist es wichtig, dass die Bilder von hinten weiß sind, damit nichts durchschimmert. Deine Papierstreifen passt du jetzt als erstes deinen Gläsern an. Dafür legst du sie um dein Glas herum und schneidest alles, was übersteht, mit der Schere ab. Dann schneidest du dir deine Bilder zurecht, sodass von den Papierstreifen oben und unten noch etwas zu sehen ist. Und die klebst du einfach mit dem Bastelkleber oben drauf. Und solche Banderolen bastelst du dir natürlich für all deine Gläser. Als nächstes kleben wir unsere Manga-Banderolen um unsere Gläser. Dafür trägst du einfach ein paar Punkte Bastelkleber auf und wickelst die Banderole um dein Glas herum. Da, wo sie übersteht, gibst du natürlich noch etwas Bastelkleber auf und dann drückst du das Ganze für einen Moment gut fest, damit die Banderole auch kleben bleibt. Und wenn du das bei all deinen Gläsern gemacht hast, dann kannst du dir noch ein paar Bänder schnappen. Ich habe mich hier für ein goldglitzerndes entschieden, für ein bisschen Bäckerzwirn und für ein raues Juteband. Und diese schneide ich mir jetzt großzügig zu, gebe dann etwas Bastelkleber auf den oberen Rand des Glases und wickel das Band dann um das Glas herum. Dann mache ich einen Knoten da rein. Du könntest auch eine Schleife machen, wenn dein Band lang genug ist. Und die Enden klebst du auch mit dem Bastelkleber wieder fest. Ein kleiner Tipp, der Bastelkleber, den ich hier benutze, ist transparent trocknend. Von dem siehst du nachher also nichts mehr. Und so verzierst du all deine Gläser mit deinen Bändern.
Ich habe hier mal zwei Bänder genommen, mal drei, mal habe ich eine Schleife gemacht und mal nicht. Und bei dem hier habe ich sogar oben und unten ein Band drumherum gemacht. Und zum Abschluss dekorierst du deine Gläser schön. Machst vielleicht noch ein bisschen Dekosand herein. Und dann stellst du natürlich in jedes Glas noch eine brennende Kerze. Und zum Abschluss stimmen wir uns heute schon mal ein bisschen auf Halloween ein. Ich habe mir ja eine Vorlage von Pikachu ausgedruckt. Und nach dieser Vorlage schneide ich mir Moosgummi zurecht. Weil wir das Ganze gleich aufeinander kleben, solltest du darauf achten, dass du die Teile vielleicht ein bisschen großzügiger zurechtschneidest. Den Kürbis habe ich oben zum Beispiel ein bisschen weiter gelassen. Am besten legst du deine Moosgummiteile jetzt auf deine Vorlage, damit du genau weißt, wie es gleich liegen muss. Und dann klebst du sie mit Heißkleber zusammen. Die Konturen und alle Details male ich mit Permanentmarkern auf. Die Hände habe ich ganz grob zurechtgeschnitten, weil ich die jetzt einfach mit dem Permanentmarker ein bisschen feiner nachmalen kann. Und ein wichtiger Tipp: Du solltest unbedingt aufpassen, dass du mit deiner Hand nicht über den frisch aufgetragenen Permanentmarker gehst, so wie ich das hier getan habe, denn dann verwischt das Ganze leider. Mit einem weißen Lackstift verleihe ich den Augen hier noch ein bisschen Glanz und male die Schnalle auf dem Hut auf. Und dann ist Pikachu auch schon fertig. Aber da fehlt uns ja noch ein bisschen was für eine Herbstdeko. Ich habe mir hier einen Stickrahmen genommen. Du könntest doch etwas anderes nehmen, wie zum Beispiel einen Metallreifen oder sowas, was auch immer du da hast oder im Bastelladen findest. Und dann nimmst du dir künstliches Herbstlaub und das klebst du mit der Heißklebepistole einfach auf deinen Kranz auf. Ich verteile hier als erstes die großen Blätter großzügig auf dem Rahmen und dann setze ich die kleinen Blätter einfach dazwischen. Die Stiele kannst du entweder unter den vorherigen Blättern verstecken oder du klebst die Blätter einfach so auf und lässt die Stiele mit rausgucken. Und zum Abschluss kleben wir dann unser Pikachu so seitlich auf den Kranz drauf und dann befestige ich hier oben noch ein Band, damit ich den Kranz gleich aufhängen kann. Mit diesen coolen Manga-DIY-Deko-Ideen kann der Herbst doch einfach nur gut werden, oder? Ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn ich dich inspirieren konnte, etwas selber zu machen. Gib dem Video unbedingt ein Däumchen, wenn es dir gefallen hat und teile es auch super gerne mit jemandem, von dem du denkst, dass er es auch sehen sollte. Bastel alleine oder gemeinsam. Und wenn du Lust hast, dann folge mir auch super gern auf Instagram. Da erzähle ich immer noch so ein bisschen, was behind the scenes passiert. Zeige dir, was ich für Mangas lese und da teile ich auch super gerne eure gebastelten Werke. Also wenn du mal was von mir bastelst und auf Instagram zu finden bist, dann verlink mich gerne, benutz den Hashtag und teile deine selbstgemachten Sachen. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann!